Wow, dein Onkel hat eine
Da liegt ihr ganz gut. Also man kann sagen... Ihr könnt jetzt erstmal die Finger bitte wieder runternehmen, damit euch das Blut nicht aus den Armen läuft und der Arm nachher amputiert werden kann. Das kann nicht passieren. Ach Quatsch. Hab ich nur so gesagt. Hab ich ja beruhigt. Also ihr dürft euch ruhig weiter melden, aber im Moment reicht es mir, dass ihr wisst, eine Ukulele kann man reifen. Und kann man punkten und kann man drauf spielen. Kann man auch lernen, da kann man in so eine Schule gehen und da sitzen dann aber nicht so viele Kinder wie hier, sondern da sitzen die Kinder teilweise nur in Zweiergruppen oder in Dreiergruppen oder Vierergruppen. Manchmal gibt es sogar Einzelunterricht. Wisst ihr, wo das ist? Hattet ihr schon mal in der Schule Einzelunterricht? Nein. Nee, gell? Ja. Bitte? Ich lerne Gitarre zu Hause und ja. Da konnte ich meine Gitarre lernen, alleine zu Hause. Okay. Und wisst ihr genau, wie diese Schule heißt, wo man dann an so einer Schule so ein Instrument lernen kann? Ja, bitte? Musikschule. Wow, genau, das ist die Musikschule. Und es gibt mehrere Musikschulen in allen möglichen Orten. Ja, da gibt es so Gebäude, zum Beispiel Koblenz, da könnt ihr hin. Und in dem Gebäude, wenn ihr das dann hört, hört bitte noch mal so. Du hast ja gar nicht gesungen. Nee, du hast Kuschel gesungen, da habe ich meinen Mund gehalten. Also wenn ihr das hört, habt ihr mal die Tür klopfen. Und wenn da so ein Mann sagt, rein. Das ist vielleicht hier der Mann, war wirklich gut. Könnte der vielleicht auch noch mal spielen? Ja genau, der hat ja noch gar nichts gespielt. Der hat ja nur so Blödsinn gemacht. Wollt ihr noch mal die Ukulele anders hören? Ja! Okay, dann müssen wir erst mal zur Seite gehen. Leg dich doch mal bitte da vorne hin. Okay. Schmatz! Aua! Ja. Entschuldigung. Salut!